Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge EBC. Heute mal mit der Affiliate-Mod. Ja, wir haben gerade zwei Einsätze auf einmal angekriegt. Einmal eine kaputte Bahnschranke, die werden wir jetzt anstatt durch die Techniker reparieren lassen. Funktioniert für die Stadtwerke. Was ist das denn? Im Versorgungsbereich Wasser brauchen wir nicht. Ja, den bräuchten wir einmal und einmal die Polizei. Sollen die einmal mit seiner Rechten anfahren? Ausgelöste BMA, was ist denn hier? Einmal eine Leute warten. Nein. Ah, läuft hinterher. Zur Sicherheit noch ein HLF. Sollen die mal anrücken? Und go away. Tja, ich habe heute eigentlich wieder verschiedene Themen. Ich werde da gleich mal genauer drauf eingehen. Klappern wir die hier mal eben ab. So, jetzt haben wir die Bahnschranke auch wieder ganz. Kannt ihr. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwachs. Kann die Polizei hier schon mal weiterfahren? Was ist hier? Ist hier ein aktiver Brand? Geh mal erkunden. Sonst schicken wir euch gleich weiter hier. Natürlich nicht. Mach mal aus das Ding. Du fährst zum Verkehrsunfall. Mal kurz Warnblinklicht an und Heckwarnanlage. BMA erfolgreich zurückgestellt. Geht doch. Verkehrsunfall, zack, rauf da. Eine Person hatte einen Schlag an. Jetzt geht's hier aber los. Erstmal rufen wir noch ein RTW hin zur Sicherheit, auch ein NEF. Hier das gleiche. Einmal ein NEF. Einmal ein RTW. Ja, um da überhaupt hinzukommen. Hoffe ich, dass wir nicht die Autofahrerplatz machen. Also eine Rettungsgasse ist ja schon mal nicht so oft was für die Leute in Emergency. Leider ist das in echt auch häufig ein Problem, dass die Rettungsgasse nicht richtig funktioniert oder nicht richtig gemacht wird. Was ich natürlich persönlich, weil ich ja beim Deutschen Roten Kreuz bin und allgemein sehr schade finde, weil es ist nicht nur für die, sag ich mal, für die Einsatzkräfte doof, sondern noch schlimmer, sag ich mal, ist es für die Patienten oder für die Opfer, sag ich mal, am schlimmsten, weil entweder brauchen die Einsatzkräfte sehr lange, bis eine Behandlung eintrifft oder sogar, dass die Person vor Ort verstirbt. Und das finde ich aufgrund nur, dass eine Rettungsgasse nicht stattgefunden hat, natürlich katastrophal. Da denke ich mir auch so, wow, wie kann das so sein? Ach, mach doch, medizinischer Notfall, was ist hier? Dann denke ich mir auch so, wie kann das sein? Leute, macht doch noch einfach eine Rettungsgasse, dann geht das doch.
Rettungsgasse ist doch nicht so schwer. Auf zwei Spuren wir hier nach rechts und da auf nach rechts und fertig auf drei Spuren. Die linke Spur nach links, die rechte Spur nach rechts. Mensch, 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 ist doch nicht so schwer. Entschuldigung, das ärgert mich, dass die Leute das nicht hinkriegen. Genauso was auffällt natürlich sind auch Falschparker, die meinen, in zweiter Spur zu parken oder so stehen, dass kein Einsatzfahrzeug mit durchkommt. Wie kommen die Leute teilweise nur aus Faulheit auf die Idee? Aber andere Mitmenschen denken, nein, das wird zu schwer. Ja, was ist hier mit dem Ultimanetrager? Da denke ich mir auch so, okay, muss nicht sein. Muss nicht sein, aber kommt leider vor. Das ärgert mich dann. Vielleicht erreicht das Video wenigstens ein paar Leute oder rüttelt wenigstens ein paar wach und informiert, dass das immer vielleicht überdenken, wie sie gerade mal parken, dass sie da gucken, ob sie vielleicht nicht im Weg stehen für andere und für Rettungsfahrzeuge erst recht nicht oder mal auf der Autobahn hinkriegen. Ich werde dazu später auch nochmal ein Bild einbinden, wie die Rettungsgasse ordentlich zu bilden ist. Mich stört das halt persönlich so ein bisschen. Ich denke mir dann so, Leute müssen auch nicht wegen so einer Doofheit, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sterben. Nur weil manche, sag ich mal, zu schusselig oder nicht wissen oder keinen Bock haben, eine Rettungsgasse zu bilden. Das gleiche ist, wie ob die Einsatzkräfte an einer Ampel stehen. Die meisten wissen nicht, dass man sich ja vorsichtig in die Kreuzung eintasten kann. Oder einfach mal ein bisschen über die rote Ampel fährt. Man muss ja nicht mal reinfahren. Wenn genug Platz ist, fährt man einfach vor das. Also nicht in das Auto, aber einfach ein bisschen über die Kreuzung und nach rechts und genug Platz. Zum Beispiel hier, das NEF. Da geht man jetzt aus und so, zack, könnte man ein bisschen Platz machen. So könnte jetzt der nächste vorbeifahren. So könnte jetzt das Einsatzfahrzeug ganz einfach vorbeifahren. Ja, Verkehrsunfall haben wir. BMA daneben. Kriminalpolizei brauchen wir nicht. Den haben wir gerade draußen. Polizei wegen der Ölspur. Wahrscheinlich darf ich noch einen Schlepper dazu rufen. Ach, gehen wir mal von Gefährdung aus. Zack, mach mal warm, blinkt nicht. Was ist hier gerade das Problem? Ölspur. Ja, der könnte jetzt noch ein bisschen weiter rechts fahren und schon da hinten die Einsatzkräfte hier kein Problem mehr. Jetzt steht er da erst auf in der Tower, aber ich kann nicht mehr. Aber das war jetzt mal übertrieben Beispiel. Ja, ich weiß, das ist immer noch ein Spiel, aber teilweise sieht man es unter der könnte jetzt, ja, wie er es jetzt gerade macht, und jetzt ein bisschen weiter nach rechts kullern. Das wird schon reichen. Aber wie gesagt, ich werde das Bild am Ende nochmal dran binden. Mir ist zwar bewusst, dass das ein Spiel ist, aber das Problem ist, wie es in echt ist, das ist kein Spiel. In echt kommt es öfter so vor. Das ist halt, was mich stört. Deshalb, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich die Folge machen werde. Mal gucken.
Vielleicht wird das eine längere Folge, eine kürzere. Mal gucken, wie ich hier gerade Lust habe. PMA ausgelöst, was denn diesmal? Hafengebiet. Sitz mal auf. Besen, streu mal ab, abstreuen und na, kannst du jetzt nicht abstreuen? Ach, nicht abstreuen, hier fegen. Ach nicht, eine Brandstiftung. Haben wir die Polizei noch stehen? Haben wir Brandstifter. Was haben wir noch? Kripo. Go away. Wo haben wir hier das? LF. PMA, was ist mit der? Die scheint ganz entspannt zu sein. Wo ist mein Brandstifter? Stoppt den mal bitte einer. Ah, toll. Türöffner fordern. Ich bin zwar beim Rettungsdienst, ich war auch bei der Feuerwehr, aber ich kenne mich nicht mit den Ausrückordnungen aus. Vielleicht kann mich da nochmal einer für Nordrhein-Westfalen. Das war für, vielleicht auch sogar für meinen Stadtbereich Dortmund schicken. Das wäre recht nett. Ich würde mich da freuen. Ich würde das auch mal durchlesen und so. Ich finde das recht interessant. Ich habe zwar so grob schon geguckt, aber vielleicht findet ja einer die aktuelle, weil ich habe leider noch die ältere Version. Führer, zack. Ich brauch mehr HLFs. Ich hab hier mal eben. Kann ich mit der. Ich kann nicht mal mehr vor 1 Folge kaufen. Also sprich, ich kann die hier alle in den Einsatz schicken. Dann hätten wir keine Fahrzeuge mehr. Das ist Katastrophenschutzfahrzeug, das sehe ich mir trotzdem. Und dann mal zum Brandstifter vor.
komme das mal hier hin. Tack, tack, tack. Was ist hier los? Toll. Ja, man hat einen deutlichen Kreisen. Gibt es nicht, jetzt kann, darf der nicht mal helfen, weil er den Hydranten nicht findet. Was ist hier los? Also irgendwie die BMA immer inaktiv. Ölspur. Und wir mal Abstreumittel. Die rücken da an, die Jungs. Er schlägt den Hydrant da an. Wir sollen auch noch ein paar Fahrzeuge im Notfallbereich stehen haben. Zack. Was ist hier los? Ölspur. Und zack. Ja, es hat immer was zu tun. Ja, also das war so die Hauptsache. Also der Rettungsweste. Ich spreche es halt nochmal an. Ist sehr wichtig. Auf der Autobahn, das Bild werde ich nachher einblenden. Egal wo. Macht es der Einsatzkräfte und denkt immer an die Opfer. Ihr könnt selber auch Opfer sein werden. Und deshalb denkt er immer daran, macht eine Rettungsweste. Das ist nicht schwer. Ihr werdet nachher das Bild sehen und werdet sehen, wie einfach das ist. Selbst teilweise gab es ja schon Werbespots mit Kindern und selbst die können das, sag ich mal, mit Spielzeugautos machen. Und das finde ich dann, wenn das einige Erwachsene nicht umgesetzt finden, finde ich das schön, dann schön arm, sag ich mal, in dem Sinne. Ja, warum brennst du denn jetzt hier? Weil er bestimmt in den Bahnübergang gerast ist, weil er da zum Stehen gekommen ist.
So, ist sie auch wieder inaktiv oder was ist los? Dann könnt ihr auch einmal zum Brandstifter weiter. Okay, die haben es endlich mal ausbekommen. Dann sitzt mal bitte ab. Folgt euch mal einen Feuerlöscher. Kümmert euch mal um die Brandbekämpfung. Es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie, wenn nötig, transportieren Sie sie ab. In der Nähe explodiert, ich wollte gerade sagen. Haben wir bis hierhin gehört. Die Polly. So, einmal die Jungen. Zweimal, was ist hier los? Das ist ein was ist mit dem Ladendiebstahl? Den haben wir hier rumstehen. Ja.
So, dürfen die auch einmal absitzen. Da wir hier den Band beendet haben, mache ich mal eine Folgepause. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon aufgenommen habe. Aber ich hoffe, also ein paar Tipps, dass ich euch damit ansprechen konnte. Ich dachte einfach mal so persönlich, ich wollte die mal mit einbringen. Und weil es ja hier so ein bisschen zur Mercy auch passt, dass er jetzt bitte nicht spielerisch gesehen werden, einfach mal so, dachte ich mir zum Kanal her, passt das. Deshalb dachte ich mir, bringe ich das Raid ein. Gleichzeitig, was dazu mir gerade einfällt, passend ist, dieser Aktion gibt es eine Facebook-Seite, die sich sogar mit dem Thema beschäftigt. Das ist die Aktionsrettungsgasse, die werde ich euch auch nochmal verlinken. Die ist auf Facebook aktiv, die setzt sich mit dem Thema auseinander, macht darauf aufmerksam. Und ja, deshalb wollte ich das da nochmal ansprechen. Welches Thema ihr damit unterstützen könnt. Und ja. So, die können wieder einrücken. So, ist hier mein Abschleppfahrzeug angekommen? Haben wir noch eine Drehleiter? Haben wir. Schicke ich hier einmal eine Drehleiter hin. Und hier eine hin. Deswegen schicke ich den hier mal zum BMA. Deaktivieren. Verdammt, eine Drehleiter weniger. Ich bräuchte eine neue Drehleiter. Die eine ist kaputt gegangen. Ah, super. Kacke. Ist jetzt auch noch die. Ja, das reicht, das reicht.
Den müssen wir einmal in der Leitstelle vertragen, eine kaputte Drehleiter. Toll, wer setzt mir die? Ich fand das, dass die ganzen BMAs nicht scharf sind. Ich glaube, da werde ich noch mal ins Skript reingucken. Aber ich hoffe. Joa, Bandausbruch. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, weil ich weiß nicht, ob wirklich die Aufnahme abschmiert, wie lange die jetzt geht. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.